Und tatsächlich habe ich so ein bisschen als Titel den Verein professionalisieren, ohne die Seele zu verkaufen, weil das ist tatsächlich ein ganz großes Thema oder eine ganz große Angst, die Vereine ganz häufig haben, dass wenn sie jetzt vor allem, wenn es ums Geld geht, und darüber müssen wir ja sprechen, wenn es um Thema Professionalisierung geht, weil da geht es natürlich auch darum, zum Beispiel Menschen zu finanzieren, dass man eine ganz große Ängste hat, man kommerzialisiert sich jetzt so mit kapitalistischen Organisationen und das soll eigentlich gar nicht das Thema sein, sondern es geht tatsächlich darum, Geld und Zeit zu nutzen, um den Verein bestmöglich aufzustellen. Deswegen habe ich das noch so ein bisschen in den Titel mit reingenommen. Genau, kleine Agenda habe ich gerade schon gesagt. Erstmal vielleicht ein kurzes Kennenlernen. Ihr dürft dann auch kurz aktiv werden. Wir sind jetzt eine kleine Runde, deswegen hätte ich so gesagt, wir machen es tatsächlich ganz kurz. Dann, warum jetzt? Also warum gibt es zum Beispiel auch Clubtalent oder meine Arbeit jetzt zu diesem Zeitpunkt gerade? Warum ist es jetzt wichtig, dass wir diese Schritte gehen? Dann, wie geht's? Es war ja schon so ein bisschen angesagt, dass wir das am Beispiel des ACT Kassel machen. Der ACT Kassel hat mit uns vor einem Jahr angefangen zu arbeiten und die haben jetzt ihren Haushalt da sehr stark erhöht um knapp 200.000 Euro, haben mehrere hauptamtliche Leute eingestellt und sind da so ein bisschen so auf Aufbruchsstimmung, sage ich mal. Und am Beispiel derer will ich so ein bisschen diese 8 Schritte erklären. Dann würde ich gerne übergeben an euch eure größten Herausforderungen. Also was sind eure Kernprobleme aktuell? Und dann würde ich sagen, machen wir Tools und Q&A. Also was kann ich vielleicht noch tiefergehend euch zeigen oder was für Fragen habt ihr, die ich euch vielleicht dann beantworten kann? Und an welchen Themen arbeiten wir dann vielleicht sogar tatsächlich gemeinsam dran? Das würde ich dann sozusagen am Schluss mit euch gemeinsam gestalten wollen. Genau. Ganz kurzes Kennenlernen. Ich weiß es nicht, ihr kennt mich ja wahrscheinlich überhaupt nicht. Deswegen eine ganz kurze Übersicht oder ein paar Worte zu mir und auch, warum ich diesen Weg gegangen bin. Und dann würde ich an euch übergeben. Ich bin schon seit 10 Jahren als Startup-Gründerin aktiv und auch im Vereinswesen. Also ich kenne so ein bisschen beide Welten. Ich kenne die Startup-Welt, ich kenne die Vereinswelt, die übrigens sehr ähnlich ist, weil Startups ähnlich wie Vereine häufig keine Ressourcen haben, kein Geld haben, keine Zeit und eigentlich die gleichen Rahmenbedingungen häufig haben, zumindest zu Beginn. Sie verlassen nur irgendwann diese Phase, in der Vereine dann meistens leider verbleiben. Deswegen soll das jetzt geändert werden. Ich habe Fairplayed gegründet schon vor langer Zeit, weil ich im Basketball aktiv bin, dort meine Vereinskarriere von Schiedsrichterin, Abteilungsleiterin, Jugendwartin, alles durchlaufen habe, Trainerin. Hab dann gemerkt, oh, fehlendes Geld ist ein Thema. Deswegen Deutschlands größte Crowdfunding-Plattform gegründet, um Crowdfunding so ein bisschen zu etablieren in der Sportwelt. Bin dort ausgestiegen, habe dann Clubtalent gegründet und habe eben 2 Abteilungen geleitet. Eine auch wirklich von Beginn an aufgebaut in bei Türkimspor Berlin, vor allen Dingen auf Mädchenbasketball spezialisiert. Das heißt, ihr seht schon so ein bisschen das ganze Thema Organisationsentwicklung, vor allen Dingen von kleinen Organisationen, ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Und deswegen wir ja auch heute hier sitzen. Und warum mache ich das Ganze? Und das hat tatsächlich auch einen Hintergrund, denn ich habe mir mal eine Frage gestellt, die mir so ein bisschen die Augen geöffnet hat, muss ich schon sagen. Das ist wie Schuppen von den Augen, es ist gefallen. Die eine Frage, die ich mir gestellt habe, war, was würde ich eigentlich arbeiten, wenn Geld überhaupt keine Rolle spielen würde? Und meine Antwort hat mich total überrascht, weil ich komme eigentlich aus der hippen Startup-Welt, die ja total cool und trendy ist. Aber meine Antwort war, ich würde am liebsten in meinem lokalen Sportverein arbeiten. Also ich hätte am liebsten bei Türkimspor alles aufgebaut. Ne? Wir haben uns für Mädchenbasketball eingesetzt. Ich habe mit anderen sozialen Organisationen, ich hatte so viele Ideen, Visionen. Oh, ich hätte da wirklich Stunden, Tage, Wochen, Monate verbringen können, um diesen Verein aufzubauen. Geht aber nicht, weil ich muss ja dummerweise noch meinen Lebensunterhalt finanzieren. Das heißt, ich muss blöderweise mir einen Job suchen, in dem ich Geld verdiene, um dann in meiner Freizeit das zu machen, was mich erfüllt und was aus meiner Sicht auch der Gesellschaft mehr bringen würde. Denn ich habe nicht gesehen, was wir Ehrenamtlichen alles schaffen. Ich habe nur gesehen, was wir ehrenamtlich alles nicht schaffen, weil man nämlich nur ein paar Stunden zur Verfügung hat und dann auch meistens nicht die richtigen Leute, die nicht an den richtigen Positionen sitzen und so weiter und so fort. Wir haben also ganz viel Potenzial liegen lassen. Ihr seht es schon hier, also allein das Thema Schulen, ne? Wir reden ja hier über Kinder bewegen, aber das werdet ihr später noch sehen. Ehrenamtliche können halt einfach nicht in Schulen gehen zu Arbeitszeiten.
ein großes Thema. Wir konnten aber auch keine Freiwilligen begeistern. Wir haben ganz viel Geld liegen gelassen. Und das war für mich auch nochmal allein, was ich gesehen habe, wie viel Geld wir liegen gelassen haben, weil wir unsere Finanzierungsmaßnahmen gar nicht umsetzen konnten. Also das war ein Thema, wo ich gemerkt habe, das geht nicht. Deswegen für uns oder für mich damals die Lösung, die beides vereint und die den ersten Schritt auch in Richtung Professionalisierung bringt, ist erstmal das Thema Hauptamt. Das gehen wir sozusagen an, aber es hat natürlich noch ganz viele andere Ausuferungen, aber das ist das schon so ein Kernthema, wo ich glaube, da fängt es normalerweise an, wenn mal eine Person sich richtig kümmern kann um den Verein, das führt normalerweise zu einer Aufbruchsstimmung und dann kommen die Sachen so richtig ins Rollen. Genau. Ein Investment übrigens, was sich sehr lohnt, das sind jetzt unsere Ergebnisse mit den Vereinen, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir arbeiten mit Vereinen von ab 100 Mitgliedern. Also das ist auch manchmal, denkt man, ein Verein braucht irgendwie 1.000, 2.000 Mitglieder. Das ist nicht der Fall. Wir starten normalerweise ab 100 Mitgliedern und die Vereine erreichen 50 bis 150 mehr Kinder, machen sehr viel mehr Schul-AGs, bekommen bis zu 150.000, Kassel hat jetzt sogar 200.000 Euro mehr Haushalt, jährlich im Übrigen, also es ist dann schon auch nachhaltig. Die haben natürlich mehr Zeit, weil sie Hauptamt einführen, gewinnen dadurch mehr Ehrenamtliche, weil alles strukturierter abläuft, die digitalisieren sich normalerweise komplett und für die Personen, die das Hauptamt machen, das ist auch toll, weil die arbeiten meistens in ihrem Traumjob. Ganz kurz noch, weil ich wollte noch auf ein paar Themen eingehen, auch manchmal unbequeme Wahrheiten, sage ich immer. Also man will das immer nicht hören, auch in der deutschen Gesellschaft, weil wir sind sehr ehrenamtsfixiert und es ist natürlich auch gut und es soll auch erhalten bleiben, aber ich glaube, da gibt es ein Missverhältnis und wir brauchen einfach noch stärkere professionelle Strukturen. Und das hat unter anderem auch das Thema, dass wir uns immer im Wettbewerb befinden, weil manchmal denken wir in dem sozialen Sektor, wir sind manchmal so ein bisschen so eine Parallelgesellschaft, ja, alles läuft am System so ein bisschen vorbei, aber irgendwie auch nicht, weil wir sind extrem abhängig, zum Beispiel was die Arbeitskraft angeht, vom Arbeitsmarkt. Ich habe zum Beispiel jetzt die Zivilgesellschaft in Zahlen, hat letztens herausgegeben, die denken, dass das Ehrenamt noch mehr sinken wird, weil der Arbeitsmarkt noch herausfordernder wird. Das heißt, wir befinden uns immer im Wettbewerb. Und wenn wir nicht professionell arbeiten, die anderen werden es tun, weil sie wollen ja die besten Talente und sie wollen die besten Ressourcen, sie wollen das meiste Geld bekommen. Und deswegen setzen sie auch die bestmöglichen Themen dafür ein. Und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, dass wir uns immer im Wettbewerb befinden und wir auch immer sozusagen Probleme lösen müssen. Ansonsten werden wir die Leute verlieren. Und zwar immer, weil auch jeder Privatperson trifft ja auch Entscheidungen. Ich sage das auch beim Ehrenamt, ne? Kann man entscheiden, schaue ich abends einen Netflix-Film oder mache ich was für meinen Verein. Wir befinden uns also immer im Wettbewerb. Und das brauche ich euch, glaube ich, gar nicht groß erzählen, aber es gibt einfach immer weniger Menschen, die Zeit für Ehrenamt haben. Das heißt, eins der Kernprobleme, deswegen gehe ich das jetzt so stark auf dieses Thema ein, denn laut Sportentwicklungsbericht ist das Kernproblem die Bildung und Gewinnung von ehrenamtlichen Funktionsträgerinnen. Ich sage jetzt schon das Wort Kernproblem, weil wir nämlich ganz häufig Symptomprobleme angehen. Nachhaltigkeit, Digitalisierung und so weiter und so fort. Und wir die Kernprobleme außer Acht lassen, die derzeit zu großen Insolvenzen führen. Denn es gibt ja auch 3.000 weniger Sportvereine in den letzten 10 Jahren. Es gibt irgendwie 108, weiß nicht, Alexander, du wirst vielleicht wissen, 180.000 weniger Kinder im Fußball. Und das auch schon über längere Zeiträume. Und das hat, dass dieser Mitgliederschwund und dass wir die Kinder verlieren, hat ganz viel mit Kernproblemen zu tun. Und wir müssen an diese Kernprobleme ran. Deswegen ist das zum Beispiel aus meiner Sicht die Professionalisierung ganz klar die Lösung ganz vieler Symptomprobleme und da können wir uns ganz viel Geld und Zeit sparen, wenn wir uns auf die Kernprobleme fokussieren. Und was wir natürlich bei Kindern haben, auch seit Corona, ist 70 Stunden die Woche verbringen die natürlich vor dem Bildschirm. Ne? TikTok ist unser Wettbewerb, YouTube ist unser Wettbewerb, Netflix ist unser Wettbewerb. Wir haben einfach große Konzerne, die Milliardengelder einsetzen, mit dem Ziel, dass wir auf dem Sofa sitzen, dass wir so viel Zeit wie möglich vor einem Bildschirm verbringen. Die haben nicht das Interesse, dass Kinder auf einem Sportplatz sind. Das muss einfach klar sein, dass es da Extreme, und die sind alle professionell und die haben alle Milliardengelder zur Verfügung. Und das hat Auswirkungen. Und um diesen Auswirkungen begegnen zu müssen, brauchen wir alle möglichen Ressourcen, Zeit, Geld, die bestmöglichen Kompetenzen. Und deswegen gehe ich das Thema so stark an, weil ich das natürlich auch sehe.
Was ist das Thema, ne, wenn wir das sehen? Bei der Professionalisierung haben wir zum einen den Faktor Qualität. Das heißt, wir haben einen Großteil der Übungsleitenden ist nicht pädagogisch ausgebildet. Selbst, also können schon froh sein, wenn sie sportlich ausgebildet sind. Aber pädagogisch meinst du es schon gar nicht. Wir haben zum Beispiel 25% aller Sportler kümmern sich nicht um Kinderschutz. Und wenn wir jetzt uns mal die Organisationsseite ansehen, haben wir 40% der Vereinsvorstände, die keinen BWL-Hintergrund haben. Das heißt, wir müssen uns natürlich nicht wundern, dass Sportvereine chronisch unterfinanziert sind, wenn wir natürlich Schreiner, Sozialarbeiter etc., ah, hier kommt noch jemand dazu, etc., auf Finanzwartpositionen zum Beispiel haben. Also da gibt es einfach meistens ein Mismatch und das führt dazu, dass wir eben nicht das volle Potenzial ausschöpfen. Und wir haben den Faktor Zeit, das habe ich gerade schon gesagt, ne? Zu diesen Uhrzeiten können Kinder und zu diesen Uhrzeiten können Ehrenamtliche. Das heißt, wir können jetzt noch 100.000 Ehrenamtsförderungsprogramme machen, dann haben wir nur noch 100.000 mehr Ehrenamtliche, die nicht zu den Uhrzeiten können, zu denen Kinder können. Und deswegen da ein besseres Verhältnis und eine bessere Mischung zu finden, um eben dieses Thema Qualität anzugehen. Das heißt wirklich auch die pädagogische Ausbildung dieser Menschen und dass diese Menschen auch zu Tageszeiten, zu Arbeitszeiten überhaupt Kinder betreuen können. Da werden wir nicht drum rumkommen, auch auf bezahlte Arbeit zum Beispiel zurückzukommen. Genau. Und das Erste, was ich angehen möchte, ist schon mal das Unbequeme, vor allen Dingen, wenn man seinen eigenen Verein ansieht, ist erstmal, dass den Verein, den man jetzt hat, dass man sich für den entschieden hat. Das heißt, oder wir haben uns auch als Gesellschaft für das entschieden, so wie die Gesellschaft gerade aussieht. Das heißt, wenn wir einen besseren Verein wollen, der besser funktioniert, der nachhaltiger aufgestellt ist, etc., ich glaube, hier endet ein Meeting, Caroline. Okay, ich mache einfach mal weiter und du klärst das. Genau, das heißt darum, und das ist wirklich das Kernthema, ist Managementkompetenzen. Deswegen setzen wir beim Hauptamt auch ganz häufig auf Managementebene an, denn das ist meist der bittere Blick in den Spiegel. Der Fisch stinkt leider vom Kopf und wenn es im Verein in irgendeiner Form Probleme gibt, dann liegt es meistens an den Entscheidungen, die man in der Vergangenheit getroffen hat. Und das wird ein ganz großes Thema sein bei dem Thema Professionalisierung. Geht es um Entscheidungsmanagement. Und auch zu wissen, ne, wenn wir so weiter handeln wie alle anderen oder wie man das in der Vergangenheit gemacht hat, dann werden wir weiterhin die Ergebnisse bekommen. Und wir versuchen gerade krampfhaft die Dinge so weiter zu tun oder zu verstärken, wie wir sie die letzten 30 Jahre gemacht haben. Aber die Ergebnisse werden sich nicht verändern, weil wir sozusagen ja immer den gleichen Input reingeben. Und ich habe deswegen auch nochmal, weil ich ganz häufig von Vereinen, die gucken dann zum Nachbarverein und der Nachbarverein hat zum Beispiel Mitgliedsbeitrag XY und dann wird der Mitgliedsbeitrag so gestaltet, wie es der Nachbarverein gemacht hat. Wir vergessen dabei aber, dass der Großteil Vereine ist chronisch unterfinanziert, ist bekannt für Vereinsmeierei, bekannt für alte weiße Männer in Vorständen. Der Großteil der Vereine verliert Mitglieder und Ehrenamtliche. Die finden keine Trainerinnen mehr, die gelten als uncool und mehr als 3.000 wurden aufgelöst. Das heißt, wir müssen Dinge jetzt anders machen. Anders, als sie die letzten 30 Jahre gemacht wurden. Und das ist sozusagen das Kernthema, wenn es darum geht. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, nur weil etwas normal ist, ist wirklich etwas, was mir immer hilft, weil auch als ich mit Clubtalent angefangen habe und erstmal das Thema Hauptamt Professionalisierung, war mir klar, dass wir auf sehr viel Gegenwind stoßen werden, weil wir etwas tun, was erstmal nicht normal ist. Und das müsst ihr aushalten. Wenn ihr Vereinsvorstände seid, wenn ihr in Führungsposition seid, dann müsst ihr euch davon verabschieden, die Dinge so zu tun, wie sie normal sind, weil es nicht unbedingt heißt, dass es richtig ist. Ihr müsst also den Verein so gestalten, dass es für eure Organisation das Beste ist. Und nicht, weil die Gesellschaft das so macht oder weil alle anderen das auch so machen. Wir müssen die Dinge anders machen. Und Professionalisierung ist eigentlich relativ einfach. Wenn wir professionell werden wollen, dann müssen wir einfach nur machen, was professionelle Organisationen machen. Also wir müssen uns abschauen. Wir müssen gucken, wo können wir abschauen. Ich nenne euch später auch ein paar Beispiele. Für mich ist zum Beispiel die Startup-Welt definitiv hat Abschaupotenzial, weil sie, wie gesagt, vor allen Dingen zu Beginn die gleichen Rahmenbedingungen haben. Ich gehe darauf aber gleich noch ein. Und jetzt noch ganz kurz zur Verantwortung von dem Vorstand und von der Führungskraft. Weil das ist nochmal ganz wichtig zu wissen, dass die Verantwortung von euch als Führungsposition ist,
den Vereinszweck nicht billigst möglich, ja, nicht billigst möglich, sondern bestmöglich zu verwirklichen. Das heißt, ihr braucht das bestmögliche Personal an den richtigen Stellen, die bestmögliche Ausrüstung, die bestmögliche Infrastruktur und die bestmögliche Aufstellung. Wenn bestmöglich nur mit Geld zu bekommen ist, dann ist eure Aufgabe, das Geld dafür ranzuschaffen. Das ist dann die Aufgabe des Vorstandes. Auch Gründer von Startups machen Fundraising, den ganzen, die holen Investoren ran, um dann sozusagen ihr Startup zu finanzieren. Und eure Aufgabe ist es natürlich, den Verein so zu strukturieren, dass er zukunftsfähig ist. Das heißt, wir müssen Risiken absichern und wir müssen vor allen Dingen unsere Nachfolge sicherstellen. Das ist eins der größten Themen, ist Abhängigkeit. Abhängigkeit von einzelnen Personen, Abhängigkeit von Förderprogrammen, Abhängigkeit von einzelnen Geldgebern. Das heißt, ihr wackelt, sobald einer wegfällt. Das müssen wir vermeiden. Eure Verantwortung ist es deswegen nicht, und das habe ich gerade schon so gesagt, von allen gemocht zu werden. Das ist nicht eure Verantwortung. Ihr seid willkommen in der Welt, ja, von Politikern, von Eltern, von Chefinnen. Ihr müsst Dinge tun, für die ihr auch einfach Gegenwind bekommt. Und das darf euch keine Angst machen. Eure Aufgabe ist es auch nicht, durch Selbstausbeutung oder durch Ausbeutung anderer Menschen das Schiff über Wasser zu halten. Das wird vor allen Dingen beim Thema Finanzierungsstrategie und Finanzstrategie ein Riesenthema. Ja, Ausbeutung gehört nicht in die soziale Welt, auch wenn wir manchmal denken, gemeinnützig ist gleich sozial. Stand heute haben wir prekärste Arbeitsverhältnisse in sozialen Organisationen und das ist natürlich nicht nachhaltig, weil natürlich solche Positionen schwer nachhaltig besetzbar sind. Und unsere Verantwortung ist es auch nicht so, alles so weiterzumachen, wie es bisher passiert wurde, sondern wir müssen den Verein bestmöglich aufstellen. Das nochmal dazu. Ich habe auch nochmal ein Zitat von Albert Einstein mitgebracht. Denn zwei Dinge, die zu unserer Arbeit nötig sind, ist unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. Und das seht ihr übrigens auch in der Startup-Welt ganz, ganz häufig. Denn in der Startup-Welt gibt es einen Ausdruck und der nennt sich Pivot. Pivot heißt nichts anderes. Man hat etwas ausprobiert, es hat nicht funktioniert und man wirft es komplett weg und macht etwas anderes, etwas Neues. Die bewegen sich sozusagen ganz flexibel und agil, je nachdem, wie sich die Rahmenbedingungen verändern. Und das ist sozusagen definitiv eins der Themen, bei der man bereit sein muss, immer wieder sich neu anzupassen an die Rahmenbedingungen. Und ganz wichtig eben, euer neuer Verein kostet euch euren alten Verein. Und wenn es darum geht, diese Sprünge zu machen in die Professionalität, dann muss man loslassen können. Loslassen von alten Gewohnheiten, loslassen von alten Projekten, von vielleicht auch manchmal von Menschen, die dann nicht mehr zu dieser neuen Strategie passen. Und das ist eben ganz eins der Kernthemen. Genau. Habt ihr dazu schon irgendwie Fragen oder soll ich direkt weitermachen? Ihr könnt einfach Daumen hoch. Okay. Dann ganz kurz noch, bevor ich jetzt in die 8 Schritte einsteige, warum ich glaube, dass ihr euch zumindest ab und zu, nicht alles, ja, nicht alles, man kann definitiv auch die Startup-Welt sehr kritisch hinterfragen, aber warum ihr euch manche Dinge von Startups abschauen wollt. Und wenn wir uns mal Organisationen anschauen, dann haben wir den, ich sage mal, das Schnellboot, das ist das Startup und wir haben den Großkonzern. Und beide existieren, beide können auf dem Markt koexistieren. Das liegt daran, dass beide Organisationsformen oder Organisationsgrößen Vor- und Nachteile haben. Startups sind klein und haben wenig Ressourcen, ähnlich wie Vereine, aber sie sind schnell und wendig. Wenn sich also im Markt etwas verändert, sind sie schneller als Großkonzerne. Deswegen können sie auf dem Markt bestehen. Großkonzerne dagegen sind sehr schwerfällig. Das heißt, wenn sich etwas verändert im Markt, dann müssen die bis da, ja, da kommt der Eisberg und dann dauert es halt, bis sich das Ding bewegt hat. Aber sie haben einen großen Vorteil, sind groß, haben viele Ressourcen, viel Geld und so weiter und so fort. Und jetzt gucken wir uns mal den Verein an und wissen, warum der Verein 10 bis 20 Jahre hinterher ist. In der Entwicklung, er vereint nämlich beide Nachteile. Er ist klein und hat wenig Ressourcen und er ist schwerfällig.
Er ist 10, 20 Jahre in Entwicklung hinterher. Man braucht erstmal Vorstandsbeschlüsse etc. Das heißt, wir müssen uns eher dem anpassen, was sozusagen auf der anderen Seite ist. Aber vielleicht jetzt noch kurz zu diesem Thema. Wir sind nun mal klein und haben wenig Ressourcen. Deswegen müssen wir eher die Eigenschaften von Startups annehmen, weil wir nämlich nicht groß sind. Ganz einfach. Und wir haben noch ein Problem, nämlich wir sind nicht nur klein, wir haben auch dieses Bild. Also selbst wenn Vereine wie ein Startup handeln, haben trotzdem in der Gesellschaft gibt es eher dieses negative Image, Vereinsmeierei etc. Das heißt, wir müssen dagegen ankämpfen. Also das nur schon mal vorab gesagt, aber viele Themen sind eben auch einfach Startup-Themen oder die wir sozusagen implementieren. Genau, jetzt starte ich schon mit den 8 Schritten, die wir in unserem Programm, also wir haben ja, ich glaube, das wissen gar nicht alle, aber wir haben ja ein Coaching-Programm, wo wir Vereine eben intensiv über 9 Monate betreuen. Und da durchlaufen wir diese 8 Schritte. Genau. Das sind die Schritte, die wir durchführen. 8 Schritte. Wir starten immer, und zwar bei jedem Projekt, mit dem Mindset, mit dem sogenannten, mit der Mentalität, also alles, was mit unseren Gedanken entsteht. Das liegt daran, dass unsere Gedanken uns normalerweise komplett limitieren und wir so zum Beispiel so einen Gedanken haben wie Hauptamt sei nicht finanzierbar. Das heißt, wir starten immer mit der Macher, also eine Machermentalität. Ich sage auch manchmal eine Startup-Mentalität aufbauen. Denn wir müssen mit Fehlern zurechtkommen und das erstmal direkt zu Beginn sozusagen zu implementieren, das ist Schritt Nummer 1. Schritt Nummer 2 ist, wir brauchen erstmal Zeit, weil wir sind jetzt erstmal rein ehrenamtlich oder sogar hauptamtlich und ehrenamtlich, aber deswegen haben wir jetzt ja nicht mehr Zeit. Das heißt, wir haben einen Kuchen und dieser Kuchen muss neu verteilt werden, wenn wir mehr Zeit in die Entwicklung investieren wollen. Und das ist deswegen der Schritt Nummer 2, wir müssen Prioritäten setzen. Und das machen wir sozusagen in diesem Schritt. Wir nehmen dann die Zeit, die wir gewinnen und gucken uns unsere Finanzen an, unser Geld. Wir bauen also eine Finanzierungs- oder eine Finanzstrategie auf, die zumindest uns sozusagen nachhaltig aufstellt und uns zeigt, was wir brauchen, um in den nächsten Jahren uns nachhaltig aufzustellen. Was wir normalerweise machen, ist dann im Schritt 4, wir haben jetzt nämlich eine Finanzstrategie, wir wissen jetzt, wo sind die Lücken und wir gestalten eine Anschubfinanzierungsstrategie. Denn am Anfang ist man nicht gleich nachhaltig aufgestellt. Das ist ganz häufig so. Ja? Man hat am Anfang häufig noch Abhängigkeiten, aber wir finanzieren meist den Anschub über eine Crowdfunding-Kampagne. Ich erkläre auch später, warum. Man kann aber auch zum Beispiel über eine Mitgliedsbeitragsanpassung oder über ein Förderprogramm arbeiten oder über einen Mix. Wir nehmen das, weil eben bei Privatpersonen extrem viel Geld auf dem Konto liegt, auch in Inflationszeiten. Und deswegen nutzen wir sozusagen dieses Mittel. Wir haben dann Anschubfinanzierung, um erstmal Zeit einzukaufen. Zeit und oder Expertise einzukaufen. Das heißt, wir führen jetzt Hauptamt ein oder wir kaufen uns Expertise ein und können sozusagen jetzt erstmal überhaupt die Strukturen schaffen, um unsere Strukturen zu verbessern. Nachdem wir das Hauptamt eingeführt haben, fangen wir an, unsere Strukturen zu verbessern und nachhaltig zu gestalten, weil da sitzt ja jetzt eine Person, die dafür Zeit hat und die im besten Fall auch nicht nur in Projektarbeit implementiert ist. Und das machen wir in Schritt 6. Das ist eigentlich fast der Hauptschritt und da kommt nämlich da unser wichtigstes Thema, nämlich Zeit ins Spiel. Da werden wir ganz viel mitarbeiten. Mit den verbesserten Strukturen fangen wir an, die Finanzierung zu verstetigen. Das heißt, die nachhaltige Finanzierung kommt erst dann, weil wir sozusagen am Anfang erstmal den Rahmenbedingungen schaffen müssen, um überhaupt in die Nachhaltigkeit zu kommen. Und dann, wenn wir die Nachhaltigkeit haben, dann starten wir daran, mit unsere Herzensthemen umzusetzen. Das sind unsere Projekte, Kinderschutz etc. pp. So viel schon mal vorab. Deswegen, ich habe euch schon gesagt, viel Input, weil ich versuche, euch so viel wie möglich jetzt mitzugeben. Und wir gehen dann einfach tiefer in die Themen ein, im zweiten Teil sozusagen dieser Veranstaltung. Genau, der Schritt Nummer 1 ist erstmal, mutige und bewusste Entscheidungen zu treffen. Ich habe euch schon vorher gesagt, es geht ganz viel um Entscheidungen. Und da geht es auch ganz häufig darum, ich habe euch auch gesagt, wir wollen eigentlich handeln wie professionelle
Organisationen handeln und zum Beispiel professionelle Organisationen treffen datenbasierte und faktenbasierte Entscheidungen. Das ist häufig bei uns nicht der Fall. Wir treffen auch häufig Entscheidungen auf Basis von Glaubenssätzen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich glaube, dass das funktioniert, etc. Das müssen wir ablegen. Daran arbeiten wir in diesem Schritt. Das heißt, da gibt es gewisse Methoden, um Gedanken zu hinterfragen. Und natürlich versuchen wir auch in den anderen Schritten dann Daten einzuholen, um eben wirklich bewusste Entscheidungen zu treffen und nicht, weil wir was gehört haben und deswegen darauf basierend eine Entscheidung treffen. Ich nenne euch jetzt hier einen Glauben, nämlich, ich weiß nicht, ob ihr es vorher noch gelesen habt, Hauptamt war ein realitätsferner Traum. Die haben nicht gedacht, dass das möglich ist. Und erst als sie sozusagen dann diesen Vortrag von uns gehört haben und dann haben sie so, oh, vielleicht ist es doch möglich, und haben einfach sofort, also man muss schon sagen, Kassel waren sehr mutig. Die haben innerhalb von 2 Wochen gesagt, lass machen. Der Forscher hat gesagt, wir wollen das unbedingt angehen. Und das ist schon mal der erste Schritt, erstmal mutig sein und auch die Dinge einfach mal versuchen. Deswegen in Schritt 1 meine Empfehlung, hört auf, euren Gedanken zu glauben und fangt an, es zählen ab jetzt nur noch Beweise. Und Beweise kriegt man meistens nur durch Tun. Weil wir können nicht vorhersagen, dass etwas passieren wird, weil wir es nicht wissen können, bevor wir es nicht gemacht haben. Das heißt, wir müssen gewisse Dinge erstmal ausprobieren oder tun, um sozusagen herauszufinden, ob es funktioniert oder nicht. Ich habe euch ein paar Beispiele mitgebracht, wo Glaube und Realität manchmal unterschiedlich sind. Zum Beispiel gibt es einen Glauben, der sagt, wenn Menschen bezahlt werden, arbeiten sie nur noch wegen Geld. Die Realität ist, dadurch, was passiert, wir bezahlen die Menschen nicht im sozialen Sektor. Jetzt müssen die Menschen ausweichen in den Wirtschaftssektor. Was passiert im Wirtschaftssektor? 70% der Menschen dort haben innerlich gekündigt und arbeiten nur noch wegen Geld. Also das, was wir versucht haben zu verhindern, ist Realität geworden, weil wir uns so verhalten haben. Es wäre natürlich viel besser, die Menschen würden bezahlt werden für soziale Arbeit und dort ihre Erfüllung finden. Dann hätten wir nämlich nicht Menschen, die nur wegen Geld arbeiten, sondern die arbeiten wegen Erfüllung. Wir dürfen keine Gewinne machen und keine Rücklagen bilden. Ein ganz, ganz, ganz großer fehlgeleiteter Gedanke, der dazu führt, dass Vereine ihren Haushalt immer auf Null bauen. Also sie nehmen Geld ein und Geld aus und bloß keine Rücklagen und dann sind sie auf Null und dann kommt Corona und alle haben Probleme. Deswegen, der Realität ist, natürlich darf ein Verein Gewinne machen, er muss sie einfach nur reinvestieren und Rücklagen dürfen auch gebildet werden, die müssen aber nur begründet werden. Und müssen man, natürlich hat man da andere Rahmenbedingungen, aber das ist natürlich dort auch möglich. Es will sich niemand mehr ehrenamtlich engagieren. Ich kann sagen, natürlich wollen sich die Menschen ehrenamtlich engagieren, aber die Rahmenbedingungen sind einfach so unfassbar schlecht, dass keiner Lust hat. Also das Frustrationspotenzial in Vereinen, die einfach chaotisch strukturiert sind, ist natürlich sehr hoch. Das heißt, da draußen gibt es Menschen. Wir müssen aber attraktiv sein. Und ein ganz großer Klassiker, wenn wir den Mitgliedsbeitrag erhöhen, können Benachteiligte nicht mehr zu uns kommen. Die Realität ist, 66% ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass jemand mit einem niedrigen Einkommensschicht Mitglied in einem Sportverein wird. Weil wir nämlich gar nicht die Kapazitäten haben, diese Menschen zu erreichen und für den Verein zu gewinnen, weil wir nämlich niemanden haben, der das machen kann. Das heißt, weil wir dafür das Geld nicht haben, was wir zum Beispiel durch Mitgliedsbeiträge bekommen könnten. Das heißt, wir schließen auch Menschen aus, indem wir einen niedrigen Mitgliedsbeitrag haben, weil wir sie gar nicht erst ansprechen. Und das sind sozusagen gewisse Glaubenssätze, die sich sozusagen manchmal in der Realität ganz anders darstellen. Und daran wollen wir arbeiten. Deswegen gibt es so ein, alles ist möglich. Ich sage immer, it is possible. Wir haben so einen Hashtag, den wir dann immer verwenden. It is possible. Ein es ist möglich Mindset aufzubauen. Weil alles, was wir für unmöglich halten, da draußen gibt es eine Organisation, die genau das macht. Da draußen gibt es eine Organisation mit hunderten hauptamtlichen Mitarbeitenden, mit Millionen Haushalt. Es gibt Vereine, die haben einen Mitgliedsbeitrag von 30 bis 50 Euro im Monat. Es gibt erfolgreiche Geschäftsmodelle, also auch soziale Organisationen, die mit Geschäftsmodellen arbeiten. Das sehen wir an Social Entrepreneurship sehr schön. Und es gibt auch Organisationen, denen Ehrenamtliche die Bude einrennen.
Das heißt, alles, was wir für unmöglich halten, ist möglich. Und das muss erstmal das Mindset sein, mit dem wir in das ganze Thema reingehen. Und zum Thema Mut gibt es auch ein tolles Zitat, nämlich harte Entscheidungen, leichtes Leben, leichte Entscheidungen, hartes Leben. Wir müssen manchmal den unbequemen Weg wählen, um langfristig dann uns leichter zu tun. Und darum geht es ganz häufig in der Nachhaltigkeit, geht es nämlich um Langfristigkeit. Und da ist der unbequeme Weg am Anfang immer der bessere. Und das ist das, was wir hier implementieren wollen. Deswegen, alles, was ich euch jetzt gesagt habe, nämlich das geht und das geht nicht, die haben beide normalerweise immer recht. Warum? Weil wir unseren Glauben, den wir haben, erfüllen. Man nennt das Ganze nämlich auch die selbsterfüllende Prophezeiung. Wir haben einen Gedanken und dieser Gedanke führt zu einer Emotion und diese Emotion führt zu einem Verhalten. Und deswegen bestätigen wir unseren Gedanken immer. Und das bedeutet also, wir sagen, wenn wir den Beitrag erhöhen, wird es zur Eskalation kommen. Wir haben eine Emotion, Angst vor Konflikt, Angst vor dem Verlust. Verlustangst ist übrigens die größte Emotion, die der Mensch hat. Verlustangst, und was passiert? Wir verhalten uns entsprechend. Wir erhöhen nämlich nicht oder wir gehen nicht in den Konflikt rein. Oder die Person hat das bestimmt gesagt, um mich zu ärgern. Ganz klassische Fälle, vor allen Dingen im Konfliktmanagement, dass wir interpretieren, was eine Person denkt, sagt, handelt etc. und es aber ganz anders ist. Wenn wir also bewusste Entscheidungen treffen wollen, dann müssen wir immer unsere Gedanken hinterfragen. Und da gibt es bestimmte Methoden. Ich kann darauf jetzt nicht eingehen, weil wir nicht so viel Zeit haben. Wenn ihr sie sehen wollt, sagt es mir später. Ich habe sie auf jeden Fall mitgebracht, aber es gibt bestimmte Methoden, um seine Gedanken zu hinterfragen. Und deswegen, also wirklich das Mindset ist, ich sage immer Mindset first, egal welches Projekt. Ist es eine Crowdfunding-Kampagne? Ist es eine Fundraising-Kampagne? Eine Spendenkampagne? Ist es Ehrenamtliche finden? Ist es einen Verein gründen? Ich würde immer zuerst mit dem Mindset anfangen. Was glauben wir, warum das und das nicht geht? Und das zu untersuchen und dann auch Gegenbeweise sozusagen zu finden oder Experimente durchzuführen, was Startups zum Beispiel mit der Lean-Startup-Methode dann machen. Die kann ich euch später auch zeigen. Also damit starten wir bei jedem Verein, auch beim Crowdfunding, ein Riesenthema, warum große Summen später zusammenkommen. Also wenn man sich denkt, immer wenn ich frage, wenn ich gefragt werde, wie schaffen wir es, dass kleine Vereine auf einmal 100.000 Euro mehr Haushalt machen, dann ist es dieser Schritt. Dann glauben die, dass es möglich ist. Und das zu implementieren, das ist das Thema. Jetzt sind wir sind sozusagen, wir haben unser Mindset, wir wissen, alles ist möglich. Jetzt geht es darum, Zeit zu gewinnen. Und Zeit zu gewinnen heißt, wir müssen uns ein bisschen entfernen vom operativen Kleinkram, sage ich jetzt mal. Das heißt, auch hier bei Kassel war es so, eine ganz viel Zeit in der Halle verbracht und mit vielen operativen Kleinigkeiten. Und der Wandel, der hier stattfinden muss und den ich euch jetzt gleich zeige, ist, wir müssen unsere Zeit und unsere Probleme erfassen und dann die Zeit damit verbringen, unsere größten Probleme zu lösen und an der Strategie und Aufbau des Teams zu arbeiten und da so ein bisschen schon den ersten Schritt des Wandels sozusagen einzuleiten. Und das Erste, was wir tatsächlich machen, ist, wir erfassen erstmal die Zeit. Wir nutzen dafür ein Tool, das nennt sich Toggle, toggle.com. Das ist frei verfügbar bis 5 Benutzer. Und was wir auch immer machen, was ihr hier jetzt schon seht, sind 10 Organisationsbereiche, die wir bilden, die sozusagen, in der der Verein seine Zeit trackt. Denn wir wollen auch sehen, gibt es Missverhältnisse. Ich nenne euch ein Beispiel, wenn ein Verein 95% seiner Zeit mit Sportbetrieb verbringt und nur 5% seiner Zeit mit Finanzierung, dann kann ich euch sagen, das wird mit der nachhaltigen Finanzierung ein bisschen schwierig werden. Ihr braucht also sozusagen eine Balance, um das überwachen zu können als Führungskraft, als Vorstand, wollen wir das erfassen. Und ihr seht dann hier rechts zum Beispiel auch ein schönes Tortendiagramm oder ein Donut, ja, den seht ihr hier. Und an diesem Donut könnt ihr dann als Vorstand sehen, befinden wir uns gerade in einem Missverhältnis, was unsere Zeit angeht und müssen wir gegebenenfalls unsere Zeit shiften. Das machen wir immer im ersten Schritt, damit erstmal ein Bewusstsein entsteht,
womit und wie lange verbringe ich eigentlich meine Zeit? Und ganz häufig werden die Vereinsvorstände da sehr überrascht, erstmal, wie viel Zeit sie überhaupt ehrenamtlich mit dem Verein verbringen und auch mit welchen Dingen sie ihre Zeit verbringen. Das machen wir also in dem Schritt, weil wir erstmal ein Bewusstsein und Daten brauchen, um überhaupt andere Entscheidungen treffen zu können. Dann müssen wir anfangen, unsere Prioritäten neu zu setzen. Da komme ich gleich noch dazu, aber ich möchte hier noch auf einen fehlgeleiteten Gedanken eingehen. Denn ganz häufig heißt es ja, ich habe keine Zeit für Strategie. Oder ich habe keine Zeit, mich um die Vereinsentwicklung, um Prozesse, um Teamaufbau zu kümmern, um Finanzierung zu kümmern. Und das ist ein ganz fehlgeleiteter Gedanke, weil man nämlich denkt, wenn ich mehr Zeit einsetze, weil rechts wäre ja sozusagen die Balance, das Gleichgewicht, denkt man, ich nehme dem Sportbetrieb Zeit weg. Und das ist aber ein total fehlgeleiteter Gedanke, weil was passiert natürlich in der Realität, wenn wir Zeit in die Entwicklung des Vereins stecken? Der Kuchen wird größer. Das heißt, wir verlieren keine Zeit, wir gewinnen Zeit. Und das ist ganz wichtig, um loslassen zu können von diesen operativen, ich fahre den Schlüssel von links nach rechts und ich tue jetzt Trikots bestellen und so weiter, hin zu den strategischen Themen. Und dann das zweite Thema, was wir machen in diesem Bereich, ist, wir erfassen Probleme. Probleme deshalb, weil ich habe schon vorhin gesagt, wir wollen immer Kernprobleme, Geld und Zeit immer auf Kernprobleme setzen. Das heißt, ich habe hier mal das Beispiel mit dem überlaufenden Spülbecken genommen, ja. Und das, was wir ganz häufig machen, ist, wir nehmen jetzt Eimer und tun das überlaufende Wasser sozusagen wegtransportieren. Das sind die Aufgaben, die wir ganz häufig machen. Was wir aber eigentlich machen müssten, wäre einfach den Hahn zuzudrehen. Weil dann würde nämlich nicht von oben alles nachkommen. Und das ist das sogenannte Hamsterrad. Das heißt, wir arbeiten und wir sind beschäftigt und sind beschäftigt, aber irgendwie kommen wir nicht voran, weil nämlich vom Wasserhahn immer wieder Wasser nachkommt. Wir müssen also schauen, wie kriegen wir das hin, dass wir diese Kernprobleme bekommen. Und da gibt es eine Methode, die nennt sich ganz einfach 5-Warum-Methode, die von Toyota tatsächlich kommt. Und diese Methode würde ich ganz klar einsetzen bei solchen Themen wie Ehrenamtsschwund, Mitgliederschwund, fehlende Nachhaltigkeit, fehlende Digitalisierung, kein Kinderschutz. Das sind alles Symptomprobleme und herausfinden, was sind eigentlich die Kernprobleme dahinter, die ganz häufig sind, fehlende Prozesse, nicht die richtigen Kompetenzen an den richtigen Positionen und fehlendes Geld. Und was wir machen, wir haben dafür ein ganz klassisches Excel-Tool, das heißt, die Vorstände tracken wirklich jedes Problem. Jedes Problem wird getrackt, wird auch dem Organisationsbereich zugeordnet, weil wir dann zum Beispiel auch sehen, in welchem Organisationsbereich wir ganz viele Probleme haben und wo wir gegebenenfalls entweder Geld, Zeit oder Expertise draufwerfen müssen, um diese Probleme zu beheben. Hier auch nochmal dazu gesagt, in die Problemerfassung kommen auch Ideen rein. Denn eine Idee muss immer ein Problem lösen. Wenn eure Idee kein Problem löst, ist diese Idee es nicht wert, umgesetzt zu werden. Wir wollen immer mit allem, was wir tun, wollen wir immer Probleme lösen. Übrigens auch Ehrenamtliche lösen ein Problem, wenn sie sich ehrenamtlich engagieren. Zum Beispiel Einsamkeit oder ich kann meine Kreativität in meinem Job nicht ausleben. Ein Problem. Dann gehen Sie ins Ehrenamt und können dort kreativ werden. Die lösen immer Probleme und ihr müsst in so einen Problemlösungsmodus kommen. Und das machen wir sozusagen hier, finden dann, ich habe es deswegen hier gelb markiert, machen für dann für jedes Problem, und zwar wirklich sollte es noch so klein sein, die 5-Warum-Methode durch und finden heraus, was sind unsere Kernprobleme und darauf fokussieren wir uns. Und da gewinnen wir unsere Zeit sozusagen. Genau, hier nochmal die 5-Warum-Methode. Ich habe es gerade mal, wir haben niemanden, der tagsüber in die Schulen gehen kann. Warum? Die Menschen müssen natürlich tagsüber arbeiten. Warum müssen sie tagsüber arbeiten? Weil sie für die Vereinsarbeit nicht bezahlt werden, aber ihren Lebensunterhalt finanzieren müssen. Warum werden sie nicht bezahlt? Wir können sie nicht bezahlen, weil wir kein Geld haben. Warum? Weil wir nicht unsere Ausgaben mit den Einnahmen decken. Und das heißt, wir haben hier einen Fehler in der Finanzierungsstrategie. Das heißt, manchmal Kernproblem und Symptom hängen manchmal, also man kann es nicht gleich erkennen, dass die zusammenhängen. Und das müssen wir hier herausfinden. Dann gibt es das sogenannte Pareto-Prinzip. Das bedeutet nämlich, dass 20% der Kernprobleme
verursachen 80% der Symptomprobleme. Und wir müssen diese 20% ausfindig machen und dann in dem Zeitraum Expertenzeit und Geld auf diese Probleme draufwerfen, um die zu beheben. Dadurch entsteht dann sozusagen auch die Struktur. Das machen wir also hier. Wir setzen eigentlich ganz, ganz, ganz klar Prioritäten und lassen los vom operativen, vom Tagesgeschäft. Jetzt sind wir schon in Schritt 3. Wir bauen nämlich eine Finanzstrategie auf. Und das ist eigentlich schon fast das wichtigste Thema, weil natürlich, wenn ihr kein Geld habt, das ist einfach der Dealbreaker. Und Geld übrigens hat ganz, 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 ganz viel mit Zeit zu tun. Wenn ihr kein Geld habt, müsst ihr einfach mehr Zeit mit Finanzierung verbringen. Das ist einfach eigentlich super einfach, aber es macht halt keiner, weil Finanzen ist immer so ein Thema. Wenn ihr keine Lust drauf habt, dann müsst ihr das einkaufen. Aber ihr müsst dieses Thema angehen. Das ist ein sogenannter Flaschenhals, Geld. Ja, die meisten Projekte scheitern nicht am fehlenden Willen, an fehlendem Einsatz, an fehlender Motivation. Die meisten Projekte scheitern an fehlendem Geld. Das heißt, euer Fokus muss ganz klar das Thema Geld sein. Und wenn ihr das nicht könnt, ihr die Kompetenz nicht habt, dann müsst ihr die Kompetenz einkaufen. Das muss euer Ziel sein. Ihr seht hier, wie es bei Kasse war. Finanzierung und Budgetierung des Haushaltes war komplett ungeordnet. Und in diesem Schritt bauen wir jetzt also einen 5-Jahres-Plan auf mit regelmäßiger Liquiditätsplanung, mit Rücklagenplanung, mit Investitionsplanung und bauen dafür auch schon die entsprechenden Aufgabenprofile, um vorbereitet zu sein für sämtliche Situationen. Und auch zu wissen, wie groß ist eigentlich die Lücke, die wir schließen müssen. Ganz wichtig hierbei ist noch bei einem Budget, ich kann jetzt hier wie gesagt nur kurz drauf eingehen, aber ein Budget hat man nicht. Ein Budget gestaltet man sich. Und hier auch wieder so ein bisschen der Hint, der Nachbarverein macht es auch so, zählt hier nicht. Jeder Verein hat andere Ziele, jeder Verein hat andere Rahmenbedingungen, jeder Verein hat eine andere Organisationsstruktur. Ihr müsst es so machen, dass es für eure Ziele am besten ist. Und das ist ganz wichtig für die Vereine, die eben sagen, Hand in den Mund, das ist einfach nicht nachhaltig. Das heißt, wenn wir Budgets gestalten, dann fangen wir erstmal an, was haben wir eigentlich für Ziele? Diese Ziele im besten Fall in Zahlen. Diesen Zahlen können wir natürlich Maßnahmen zuordnen. Also wenn mein Ziel ist, ich möchte, dass der Verein nachhaltig aufgestellt ist mit einer hauptamtlichen Stelle, dann ist es ein Ziel und die Maßnahme ist die Einführung einer hauptamtlichen Stelle. Dann entsteht dadurch ein Budget. Das heißt, wir können den Maßnahmen ein Preisschild dranhängen. Es entsteht ein Budget und dann finanzieren wir dieses Budget. Erst wenn wir in der Finanzierung nicht die Mittel einwerben können, die wir brauchen, fangen wir an, unsere Ziele herunterzuschrauben. Ich kann aber schon jetzt sagen, dass ihr unbedingt große Visionen braucht, weil großes Geld gibt es nur für große Ziele. Wenn ihr anfangt, ich kann es auch aus dem Crowdfunding sagen, 2.000, 3.000 Euro Projekte, das holt niemand denn irgendwie hervor. Da denkt sich niemand, die können richtig viel Wirkung erzeugen. Wenn ihr wirklich Menschen Geld anziehen wollt, dann müsst ihr visionäre Ziele haben und das muss sich in eurem Budget, widerspiegeln. Und wenn wir jetzt sagen, wie sieht das Ganze dann eigentlich am Ende aus, dann haben wir sozusagen die notwendigen Einnahmen zu den fixen und variablen Ausgaben, die unsere sozusagen Ziele finanzieren, plus die Rücklagen für Vorfinanzierungen für die Zukunft, für Wiederbeschaffung und für die Krisenabsicherung. Eure Einnahmen müssen das alles finanzieren. Und ich sage noch eine Sache zu den Ausgaben, weil das in jeder Budgetplanung fehlt. Euer Ehrenamt muss da vorkommen. Das heißt, wenn ihr im Schnitt 3.000 Stunden im Jahr ehrenamtlich arbeitet, euer ganzes Team, dann bedeutet das, dass ihr da wahrscheinlich eine Vollzeitstelle drin habt, dann sollten da knapp 40.000 bis 50.000 Euro in eurem Budget drinstehen. Weil das ist ein Aufwand. Dieser Aufwand wird gedeckt durch eine Zeitspende. Die Zeitspende tun wir in den Einnahmen wieder reinführen, sodass es natürlich am Ende auf Null rauskommt. Aber ihr braucht in euren Aufwänden, auch damit mal Mitglieder verstehen, wie so ein Verein sich finanziert, müssen die wissen,
dass das natürlich Zeit kostet, diesen Verein zu organisieren. Und ganz häufig beim Sponsoring ist es ja auch so, da steht der Trikotsatz in den Ausgaben drin und in den Einnahmen stehen die Sponsoring-Einnahmen. Genau das Gleiche machen wir mit dem Ehrenamt, denn nur dann können wir überhaupt eine Finanzierungsstrategie aufbauen, weil wir zum Beispiel einen Großteil unserer Einnahmen bei Mitgliedsbeiträgen im besten Fall 50% darüber finanzieren und dann ja erst in überhaupt in so Zahlen reinkommen, die eben in Größenordnungen sind, die wirklich realistisch sind. Genau, also das mal dazu bei der Finanzierungsstrategie. Und was wir da dann sehen, ist vor allen Dingen auch, wenn wir so eine 5-Jahres-Planung machen, wie groß sind jetzt unsere Lücken? Diese Lücken, die wir zum Beispiel im ersten Jahr dann durch eine Crowdfunding-Kampagne zum Beispiel decken und in den Folgejahren dann eben durch andere Finanzierungsmaßnahmen decken. Und das sehen wir in diesem Schritt. Wenn ihr da mehr einsteigen wollt, müsst ihr später mal Bescheid geben. Jetzt kommen wir in Schritt 4. Wir haben jetzt nämlich unsere Finanzstrategie. Wir wissen, wie groß ist die Lücke, die wir eigentlich finanzieren müssen, damit das Ganze klappt. Und das heißt, wir finanzieren unseren Anschub. Wir machen das ganz häufig mit einer Crowdfunding-Kampagne. Das liegt daran, dass Gelder auf Privatkonten sehr schnell zur Verfügung stehen. Die sind auch nicht an einen Zweck gebunden. Also das, was ihr sagt, ne, für Organisationsentwicklung gibt es kein Geld. Privatpersonen fragen das nicht. Die geben euch Geld und ihr dürft es einsetzen, wofür ihr wollt. Also auch für Personalkosten. Deswegen nutzen wir dieses Tool, weil wir dort einfach sehr unabhängig finanzieren können, bis wir dann später vielleicht durch eine Regelmäßigkeit in Fördergelderanträgen dann eben auch eine Verstetigung bekommen. Genau, deswegen Anschub finanzieren. Man muss dazu sagen, dass wir eigentlich in unseren Finanzplanungen Crowdfunding auch nachhaltig gestalten, indem wir es einfach regelmäßig machen. Also Türkim Spor Basketball zum Beispiel macht eigentlich alle 2 Jahre eine Crowdfunding-Kampagne im 5-stelligen Bereich und dadurch können wir auch da eine Nachhaltigkeit ermöglichen. Hier zum Thema vorher, nachher, als die gekommen sind und gesagt haben, wir wollen Crowdfunding machen, um irgendwie Trikots und Bälle zu finanzieren und haben irgendwie 3.000 Euro, dachten sie, wäre richtig. Am Ende haben sie eine 15.000 Euro Kampagne gemacht und damit auch teilweise Hauptamt finanziert. Ganz wichtig, und das hatte ich gerade schon gesagt beim Thema Finanzierung und das ist auch beim Thema Crowdfunding wichtig. Ihr braucht Perspektive. Wenn ihr Investoren, Geldgeber und Investoren, ich sage auch Ehrenamtler sind Investoren. Wenn ihr die für euch gewinnen wollt, dann brauchen die eine Perspektive. Die müssen, die folgen, warum folgen so viele sozusagen? Die haben dieses Ziel, dass etwas besser wird. Und auch hier, das könnt ihr so ein bisschen euch klauen von den Startupern. Denn Startupper machen es unter Weltveränderungen, machen wir es nicht, ja? Und das muss bei euch auch so ein bisschen, ihr müsst wirklich so ein Leitstern sein für die Leute da draußen. Weil, denkt euch mal in das Hirn eines Spenders rein. Der trifft ja eine Entscheidung. Soll ich in euch spenden oder in WWF oder soll ich lieber eine Tasche kaufen oder und so weiter. Auch der trifft eine Investitionsentscheidung. Und wie trifft der Mensch eine Investitionsentscheidung? Der guckt, wie viel Wirkung kann mein Geld erzielen. Wenn ihr Kleinstprojekte macht, wird auch eure Wirkung klein sein. Das heißt, je größer eure Projekte, desto größer ist auch eure Wirkung, eure gesellschaftliche Wirkung, dass ihr überhaupt etwas verändern könnt. Und das ist ganz wichtig und das wissen auch die Leute. Die wissen, dass sie mit 5.000 Euro nicht die Welt verändern könnt. Aber bei 50.000 Euro, da kann man schon mal was mit anfangen. Da kann schon mal eine Person mit arbeiten und so weiter und so fort. Und darum geht es hier. Hier ist jetzt das Beispiel von Kassel. Die haben damals 13.000 gemacht, haben aber nebenbei noch Gelder bekommen. Also da liefen noch ein paar Gelder nebenbei, die eben während des Kampagnenzeitraums davon erfahren haben. Ganz wichtig nämlich, weil Crowdfunding ist auch eine Marketingkampagne. Die Menschen erfahren dann von eurer Arbeit und sie wissen auch, dass ihr Geld braucht. Ich habe euch noch 2 weitere Beispiele mitgebracht, denn normalerweise machen wir jetzt, das ist ja auch schon ein Jahr her, auch wir entwickeln uns weiter. Wir haben auch unsere Preise erhöht und sind jetzt bei rund 25.000 Euro, die wir hier
einnehmen. Links habt ihr das Beispiel School Giants von den Yale Giants mit knapp 25.000 Euro. Der Verein hat 130 Mitglieder. Und rechts haben wir die Witten Baskets mit 23.000 Euro. Auch die, und übrigens, die Witten Baskets haben mir gesagt, sie haben Geld liegen lassen. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen 25.000 Euro machen. Sie haben sich nicht getraut. Sie haben 20.000 gemacht. Und er meinte, sie hätten locker 25.000 bis 30.000 Euro machen können. Die haben sich halt nicht getraut. Also deswegen sage ich, Schritt 1, Mindset, Mut ist einfach das Wichtigste. Da lassen nämlich Vereine 10.000 Euro, haben die liegen gelassen, weil sie sich einfach nicht getraut haben, die höhere Summe anzugeben. Zu dem Thema Crowdfunding, und das ist aber auch so ein bisschen Finanzierung, könnt ihr euch jetzt schon merken für später. Das ist ein Zitat von meinem Ex-Trainer, der es mich sehr geprägt hat, der immer gesagt hat, Mate, Basketball sei wie Mathematik. Wenn du nicht werfen, 100%, du nicht treffen. Und das ist genau das Gleiche in der Finanzierung. Es ist einfach ein Massengame. Das heißt, wer genug Würfe nimmt, wird auch irgendwann treffen. Ihr müsst das Telefon in die Hand nehmen und einfach 100 Leute anrufen. Und dann werden da auch 10 bei rumkommen, die euch Geld geben. Es ist, it's a numbers game, und das ist beim Crowdfunding ganz eindeutig so, wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr habt eine Erfolgsquote von 5% rein angenommen, ne, dann müsst ihr, wenn ihr einen Unterstützer gewinnen wollt, müsst ihr einfach 20 Menschen ansprechen und euch 19 Absagen einholen. Und das ist ein Zeitthema. Deswegen haben wir in Schritt 2 Zeit gewonnen. Denn ihr müsst sehr, sehr, sehr viel mehr Zeit für die Finanzierung einsetzen, weil ihr natürlich ganz viel Zeit verliert, indem ihr Absagen bekommt, es aber trotzdem versucht. Und das ist sozusagen das Thema, warum ihr ganz viel Zeit dort einsetzt. So, zum nächsten Schritt. Wir haben nämlich 1.000 Euro bei anderen Förderprogrammen oder was auch immer bekommen und können jetzt Hauptamt einführen. Das haben wir jetzt hier beim Kassel auch gemacht. Da hat es 6 Monate gedauert. Also normalerweise ist es tatsächlich in diesem Zeitraum 6 bis 9 Monate. Ich glaube sogar manchmal schneller, wenn die Vereine sich mehr trauen würden. Weil wir finden normalerweise in der Finanzierungsstrategie relativ schnell raus, dass sie das Geld haben, es aber einfach nicht einsetzen. Deswegen meistens finden wir es da schon raus. Manchmal braucht man auch gar keine Crowdfunding-Kampagne. Manchmal reicht es, wenn man einfach nur den Schritt geht. Da brauchen die manchmal noch so einen Schubser, die Vereine. Das heißt, hier vom Johnny das Beispiel, ich würde am liebsten den ganzen Tag in meinem Verein arbeiten, und er arbeitet jetzt seit 1.9.2021 hauptberuflich in seinem Verein als Geschäftsführer. Erst war er Teilzeit, 6 Monate später, im April, ist er jetzt auf Vollzeit gegangen. Was passiert jetzt? Was ist so das Thema Aufgabenprofile und was passiert jetzt? Wie verändert sich das Ganze im Verein? Wo soll ich überhaupt das Hauptamt einsetzen? Und ich kann euch sagen, ihr müsst das Hauptamt in den Bereichen einsetzen, die für den Verein überlebenswichtig sind. Deswegen, ich habe es schon gesagt, bauen wir das Hauptamt nicht in erster Linie auf Trainerebene auf. Weil ein Trainer, ein hauptamtlicher Trainer, kann euch zwar die Schulen betreuen und so weiter, aber der kann nur eine Summe X an Geldern generieren durch dadurch, dass er mehr Mitglieder betreut, gewinnt und weiter und so fort. Ein guter Manager, der sehr viel Zeit auch in Finanzierung verbringt, kann euch, ich sag mal, the sky is the limit. Also es gibt durchaus auch Manager, die mal eben ein paar Millionen in den Verein ranschaffen können, wenn sie den Verein strukturell entsprechend gestalten. Das heißt, ein Manager kann manchmal sich selbst und eine Trainerstelle finanzieren. Deswegen da schon mal davor gesagt, ich kann aber auch sagen, die Witten Baskets zum Beispiel haben es andersrum gemacht. Die haben erst im Trainerbereich das Hauptamt eingestellt, ziehen jetzt aber die Management-Ebene nach. Aber wie schon vorher gesagt, der Fisch stinkt vom Kopf. Schaut, dass ihr am Kopf die bestmögliche Aufstellung habt, also auf Management-Ebene. Und ich habe euch jetzt hier rechts mal die Bereiche, das ist definitiv das Thema Finanzierung, die Person, also erstmal noch vorab gesagt, die Person, vor allem bei kleinen Organisationen, muss Generalist sein. Ihr könnt zu dem Zeitpunkt, ihr seid viel zu klein für einen reinen Spezialisten. Ihr braucht jetzt Generalisten, die Bock auf alles haben und die vielfältig aufgestellt sind in ihren Kompetenzen. Und bitte, die Person muss kein Problem damit haben, das Telefon in die Hand zu nehmen und kalt Anrufe zu tätigen. Wenn sie das nicht kann,
dann ist es nicht die richtige Besetzung für die Position oder sie lernt es sehr schnell, aber ihr braucht diese Kompetenz, um euer Netzwerk aufzubauen, um Mitglieder zu finden und so weiter und so fort. Kommunikation, Koordination der Helfer und auf der linken Seite habe ich jetzt noch das Thema hybride Stelle. Also da macht die Person beides. Projektarbeit plus sozusagen Kommunikation und Geschäftsstellenarbeit, sage ich jetzt mal. Aber was für euch nur am wichtigsten ist, dass ihr Hauptamt immer in den Bereichen einsetzt, die für den Verein überlebenswichtig sind, weil das muss zuverlässig ablaufen. Und was jetzt passiert, ist, es verändert sich etwas, nämlich die Rolle der Vorstände. Denn der Vorstand arbeitet ja bisher immer im Verein und wurschtelt auf dem Spielfeld. Aber ihr müsst eigentlich die Rolle eines Trainers einnehmen in eurer Organisation. Und das hat jetzt ganz viel mit Selbstbewusstsein zu tun, also sich Selbstbewusstsein, wer bin ich eigentlich? Wenn ihr Spieler seid, dann müsst ihr bitte die Vorstandsrolle abgeben. Weil als Trainer seid ihr nicht auf dem Spielfeld, als Trainer seid ihr am Spielfeldrand. Das heißt, ihr rekrutiert die Spieler, ihr baut das System, ihr zeigt den Spielern, wie ein Torschuss geht. Das ist eure Aufgabe. Eure Aufgabe ist nicht aufs Spielfeld zu gehen. Und das ist sozusagen die Veränderung, die hier stattfinden muss, auch in der Identität, die dann die Vorstände haben. Man muss dann nämlich tatsächlich abgeben lernen und das ist das Schwierigste. Übrigens auch bei ganz vielen Unternehmen ist das eines der schwierigsten Themen. Genau. Das heißt, wir haben jetzt das Hauptamt eingeführt und jetzt geht es darum, wir wollen die Strukturen verbessern in dem Verein. Und das ist jetzt das Komplizierteste. Oder manchmal gar nicht so kompliziert, aber sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Was wir machen ganz viel, ist natürlich auch digitalisieren. Wir wollen nämlich jetzt anfangen, abzugeben und den Verein nachhaltig aufzustellen. Nachhaltigkeit, vor allen Dingen bei Ehrenamt, das werden wir später gleich sehen, heißt, eine Person sollte ehrenamtlich nicht mehr als 5 Stunden pro Woche arbeiten, weil alles, was darüber hinausgeht, nicht mehr nachhaltig besetzbar ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand mehr als 5 Stunden pro Woche zur Verfügung hat, sinkt rapide und ab dem Moment sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass jemand nach euch diese Organisation übernehmen kann. Und als Vorstand habt ihr eigentlich nur eine Aufgabe, nämlich die Organisation für eure Nachfolge bestmöglich aufzustellen. Das ist die einzige Aufgabe einer Führungsposition, einer Führungspersönlichkeit, eines Unternehmers, einer Unternehmerin. Wir arbeiten immer für die nächste Generation. Und genau. Und jetzt noch hier sozusagen neben dem Hauptamt war jetzt so, wie war eigentlich die Situation vorher? Sie hatten ein Dokumentenchaos auf privaten Endgeräten. Und was passiert ist, ist jetzt, wir haben alles digitalisiert, der gesamten Strukturen. Wir haben Aufgabenprofile ausgearbeitet, die in diesem Rahmen stattfinden, von 5 Stunden pro Woche, 10, 20 Stunden im Monat. Und wir haben eine gewisse Regelmäßigkeit, weil Nachhaltigkeit entsteht durch Regelmäßigkeit, ne? Zähneputzen, ne, ist eine Nachhaltigkeit, der Sauberkeit der Zähne entsteht durch tägliches Zähneputzen. Das heißt, diese Routineaufgabe, täglich essen, trinken, Zähneputzen, das machen wir im Verein jetzt auch. Wir bilden Routineaufgaben, die sozusagen sicherstellen, dass das Fundament immer aufrechterhalten bleibt. Wie machen wir das? Wir haben hier ein sogenanntes Tool-Verzeichnis, wo sozusagen sämtliche Tools, ich kann darauf jetzt nicht so stark eingehen, aber es gibt natürlich für alles mögliche Tools, wo ihr einfach Routineaufgaben auch auslagern könnt. Das ist ein Thema, also erstmal diese Prozesse zu gestalten, wo eben abgegeben wird an eine Software, vor allem beim Thema Vereinsmitgliederverwaltung, ein Riesenthema, Cloud, also wir haben ganz viele Vereine, die nicht mal eine Cloud haben. Also da fängt man meistens ganz, ganz, ganz vorne an. Was wir dann machen, ist Kopfmonopol beseitigen. Das heißt, wir bauen Handbücher, beziehungsweise wir haben sie ja schon gebaut, die Vereine bekommen sie dann zur Verfügung gestellt, wo sozusagen sämtliche Abläufe dargestellt werden. Die sind gerade auch dabei, Loom-Videos zu drehen, also einfach den Laptop abzufilmen und dort zu erklären, wie Dinge eben und Tools funktionieren, um dann zu sehen, dass es eben auch nach dir funktioniert. Weil das ist das Wichtigste. Was, wenn du im Urlaub bist? Was, wenn du krank bist? Was, wenn du morgen keine Lust mehr hast, für den Verein zu arbeiten? Dann muss sichergestellt sein, dass dein Wissen sich im Verein befindet. Es muss alles, wirklich alles dokumentiert werden.
Kontakte, E-Mails etc. Alles muss sozusagen abgelegt werden. Und dann das Herzstück ist eigentlich unsere Zeitbudgetplanung. Denn dann fangen wir an, Aufgabenprofile zu erstellen und dann auch abzugeben. Ich habe mal hier so diese Transition, diese Wandlung von ein paar Wursteln sich irgendwie durch die Gegend hin zu Experten machen die richtigen Aufgaben und die werden koordiniert. Von, im besten Fall, vom Hauptamt. Weil im Hauptamt habt ihr den Generalisten sitzen, im Ehrenamt habt ihr die Spezialisten sitzen. Die können nämlich, und das ist ein Zeitmanagement-Thema, Spezialisten können nämlich in 5 Minuten erledigen, wofür ihr Nichtwissenden 5 Stunden googeln müsst, dann nochmal 5 Stunden rumexperimentiert, weil ihr es noch nie gemacht habt, und dann nochmal 5 Stunden Fehler machen müsst, bis ihr es rausfindet, wie es geht. Und so, da versuchen wir sozusagen den Wandel hinzubekommen und so den Verein dann auch bestmöglich mit Ehrenamt und Hauptamt aufzustellen. Und wie sowas dann aussieht, das seht ihr hier, ganz klassisch, eine Excel-Liste. Wir machen mit Zeit nichts anderes wie mit Geld. Das heißt, wir haben Einnahmen und wir haben Ausgaben. Und danach können wir uns angucken, geben wir mehr Zeit aus, als wir einnehmen. Wenn das der Fall ist, müssen wir priorisieren, Dinge nicht tun. Übrigens machen das Vereine aktuell. Wir haben das mal ausgerechnet, jede Aufgabe, jeder Verein sollte theoretisch eine Liquiditätsplanung machen, monatlich. Kann ich dir jetzt sagen, wie viel Zeit das braucht? Das heißt, wir können schon vorhersagen, wie viel Zeit braucht ein Verein, um professionell aufgestellt zu sein. Und die Zeit beläuft sich zwischen 3.500 bis 5.000 Stunden. Jetzt haben Ehrenamtliche aber meist nur 1.000 bis 1.500. Das heißt, die Vereine finanzieren schon jetzt die Lücke, nämlich mit Nicht-Umsetzung. Aufgaben werden einfach nicht umgesetzt. Kinderschutz wird einfach nicht gemacht. Nachhaltigkeit wird einfach nicht gemacht. Digitalisierung wird einfach nicht gemacht. Das heißt, wir Finanzstand heute finanzieren wir diese fehlenden Stunden durch Nicht-Umsetzung. Was ihr hier jetzt aber seht in so einer Zeitbudgetplanung, ist auch, wann passieren diese Dinge. Das seht ihr zum Beispiel im Juni gibt es 300 Minusstunden, während wir im Dezember 130 Plusstunden haben. Jetzt könnt ihr als Manager, als Vereinsvorstand schieben. Das heißt, ihr könnt sagen, hier werden Überstunden gemacht, dafür hast du dann im Dezember frei oder was auch immer. Also da kann man dann sozusagen auch in der Koordination der Ehrenamtlichen entsprechend gestalten, um zu gucken, dass das immer in einem gesunden Rahmen stattfindet. Denn das ist ja der Grund, warum Ehrenamtliche immer ausbrennen. Das passiert in einem ungesunden Rahmen statt. Übrigens auch im ungesunden Rahmen, weil diese zweite Zeile vergessen wird, der sogenannte Overhead. Meetings, Telefonate, E-Mails beantworten. Das wird bei Aufgabenprofilen einfach komplett übersehen, ist aber natürlich ein Riesenfaktor, Zeitfaktor. Deswegen braucht alles sehr viel länger, als man denkt. Und man plant aber nicht damit. Und das ist aber ganz wichtig. Ich habe euch jetzt hier auch nochmal so ein Aufgabenprofil angehängt, wie wir das dann gestalten, zum Beispiel für das Thema Liquiditätsplanung. Und was das eigentlich bedeutet, wenn es jetzt eine Liquiditätsbeauftragten gibt. Also eine Person, die nichts anderes macht, als einmal im Monat die Liquidität soll Ist-Vergleich und zu prüfen. Was ihr jetzt hier seht, ist nämlich, dass wir immer das ganze Jahr abbilden und auch zu welchem Zeitpunkt eben diese Aufgabe passiert, um das eben sicherstellen zu können. Und was ihr hier auch seht, ist, dass wir Pausen einplanen. Denn natürlich müssen die Ehrenamtlichen auch irgendwann mal regenerieren und auch mal in den Urlaub fahren. Und dafür planen wir aktiv Pausenzeiten ein und wissen dann, dass in diesen Zeiten jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Crowdfunding-Kampagne stattfinden sollte, weil die natürlich sehr zeitaufwendig ist, zum Beispiel. Und dann wissen wir, okay, so eine Liquiditätsplanung kostet uns im Monat eben diese Summe und können das dann in unsere Gesamtjahresplanung dann eintragen und so eben alles strukturieren. Und dann auch konkret, weil das ist das Schlimmste, wenn ihr Ehrenamtlichen nicht sagt konkret, was sie zu tun haben. Dann fragt man, kann uns jemand helfen? Im besten Fall noch als Gruppennachricht. Und das ist natürlich nicht hilfreich. Daraufhin meldet sich natürlich auch niemand. Je konkreter, desto besser.
Und was wir noch merken, ihr habt es schon gesehen, ist das Thema Daten. Das heißt, wir werten unsere Zeit dann auch aus und sehen, wo sind Missverhältnisse. Das ist das, was ich vorher schon meinte mit dem Thema Finanzierung. Wenn wir eben also Probleme in der Finanzierung haben, müssen wir einfach sehr viel mehr Zeit mit Finanzierung verbringen. Und das seht ihr dann hier, ist das auch wirklich der Fall. Ihr seht schon, deswegen dauert es 9 Monate, dass wir diese ganzen Themen durchgehen. Jetzt haben wir die Strukturen verbessert und jetzt geht es darum, nachhaltig zu finanzieren. Und ich kann jetzt schon sagen, zumindest bei den klassischen Sportvereinen, der Mitgliedsbeitrag ist ein sehr gutes Mittel, um hier nachhaltig zu finanzieren. Bei allen anderen Finanzierungsmitteln entsteht die Nachhaltigkeit durch Regelmäßigkeit. Also dadurch, dass man diese Dinge regelmäßig stattfinden lässt. Hier beim Kasse war es, also nagelt mich nicht drauf fest, vielleicht sage ich auch was Falsches, also aus meiner Erinnerung war es so, dass die einen Mitgliedsbeitrag von rund 18 Euro pro Monat hatten und den jetzt erhöhen auf rund 24 Euro im Monat und eben durch kontinuierliches Fördergelder beantragen, kontinuierlich auch die planen jetzt schon die nächste Crowdfunding-Kampagne und so weiter. Also es kümmert sich einfach jemand regelmäßig um das Thema Gelder akquirieren. Dadurch entstehen diese Sprünge und dadurch entsteht auch die Nachhaltigkeit, mit der dann weiteres Hauptamt finanziert werden kann. Ich habe hier mal so ein Rechenbeispiel mitgebracht, wie das, und ihr seht schon hier, ganz viele Themen sind da gar nicht mal dabei. Ich habe jetzt hier sogar das Thema Sponsoring mit reingenommen, obwohl wir selten mit Sponsoring arbeiten. Also ich meine, man braucht jetzt aktuell auch nur die Zeitung aufmachen, um zu wissen, das könnte ein bisschen schwieriger werden in Zukunft. Deswegen arbeiten wir vor allem bei kleinen Vereinen eher mit dem Thema Sportbetrieb selbst, Mitgliedsbeitragsanpassung, Crowdfunding, Fördergelder und so weiter und so fort. Aber ihr seht schon hier allein kleinste Mitgliedsbeitragsanpassungen, was das schon für Sprünge in der Finanzierung sind. Und natürlich, wenn man auch gewisse Größenordnungen dann angeht, dass man da relativ schnell auch große Summen zusammenbekommt. Und die Reihenfolge der Finanzierung, ich habe es gerade schon gesagt, wie wir arbeiten und ich möchte das kurz erklären, warum wir versuchen, so zu finanzieren. Erstmal, das hat ganz viel Geld, hat ganz viel mit Zeit zu tun. Je mehr ihr mit eurem Vereinszweck euer Geld verdient, desto weniger Zeit müsst ihr mit Querfinanzierung verbringen. Desto mehr Zeit könnt ihr in euren Verein stecken. Deswegen finanzieren wir immer über Geschäftsmodelle als erstes. Das Geschäftsmodell des Sportvereins ist ein Sportbetrieb. Dann aber auch Camps oder auch Schulkooperationen. Also alles, was sowieso mit dem Sport zu tun hat. Das Zweite ist, wir machen dann in der zweiten immer Crowdfunding, aus den Gründen, die ich schon genannt habe. Geld kann für alles eingesetzt werden, ist in hohem Maße zur Verfügung und wenn man gute Kommunikation macht, kann man es auch relativ leicht bekommen. Beim Thema Fördergelder ist noch gut, dass die Gelder zumindest den Zweck haben, den Sport zu fördern, aber die sind natürlich begrenzt zur Verfügung. Man muss schon manchmal auch recht groß sein, um sie überhaupt zu bekommen. Und dann sind sie meistens an Projekte gebunden. Also man kann seine Projektkosten und dann dreht man wahrscheinlich noch irgendwas, sodass es von linke Hosentasche in die rechte Hosentasche geht. Aber es ist halt einfach schwieriger. Beim Thema Sponsoring ist es schon so, dass Unternehmen halt nicht zum Zweck haben, den Sport zu fördern. Die haben erstmal den Zweck, Umsatz zu machen. Und dann, wenn der Verein diesen Zweck erfüllen kann, ist es gut. Wenn nicht, ist es meistens Mäzenatentum. Und vor allen Dingen in Krisenzeiten werden dann ganz schnell geskippt. Und da ist es nämlich vor allen Dingen, wenn wir uns jetzt auch, wie gesagt, die Zeiten, die jetzt auf uns zukommen, da können wir uns schon, ich meine, wir wissen, dass jetzt eine Wirtschaftskrise kommen wird. Da wird es einfach schwierig sein, sich vor allen Dingen als kleiner Verein hier durchzusetzen. Das heißt, wir persönlich würden jetzt nicht darauf unbedingt mit kalkulieren. Wenn es aber so ist, dass es die Möglichkeit gibt, sehen wir das natürlich als nice to have. Und dann gibt es natürlich noch sonstige Möglichkeiten, was es eben sonst noch gibt. Es gibt ja auch ganz viele, man hat da irgendwelche Fitnessstudios oder was weiß ich. Also es gibt ja alles Mögliche, was es noch an sonstigen Finanzierungselementen gibt. Aber vor allem für kleine Organisationen ist das die Reihenfolge, in der wir die Finanzierungsinstrumente angeben. Weil wir nämlich auch begrenzt Zeit haben. Die Wiederholung noch einmal, deswegen, das ist hier das Spiel. Ihr müsst genug Zeit in die Finanzierung einfach reinpacken. Und wenn ihr genug Zeit da reinpackt, dann wird auch das Geld kommen.
Das ist einfach so. Und wenn ihr gerade nicht genug Geld bekommt, dann liegt es daran, dass ihr nicht genug Zeit dafür einsetzt. Und deswegen habe ich hier das Thema Zeit noch einmal mitgebracht, denn ganz, ganz, ganz viele Vereine wollen 95% ihrer Zeit mit dem Sportbetrieb verbringen, wollen aber nur 40%, also wir haben jetzt einen Verein, der tatsächlich nur 20% seiner Kosten mit dem Mitgliedsbeitrag deckt. Das passt nicht zusammen. Das fliegt euch um die Ohren in Krisenzeiten. Das funktioniert nur in wirklich guten Zeiten, wo Geld sonst wie zur Verfügung steht. Aber das passt nicht zusammen. Entweder ihr wollt eure Zeit mit dem Sportbetrieb verbringen, dann müsst ihr mit dem Sportbetrieb euer Geld verdienen. Oder ihr sagt, oh, ich will den Mitgliedsbeitrag ganz niedrig lassen, auch okay. Dann müsst ihr aber eure Zeit anders verbringen. Dann müsst ihr sehr, sehr, sehr viel mehr Zeit in die Finanzierung stecken. Und da ist das Mismatch, weil ganz viele Vereine machen das und wundern sich dann, dass ihre Finanzierung nicht funktioniert. Ihr müsst eure Finanzierungsstrategie und eure Zeiteinsätze anpassen. So oder so. Das funktioniert nicht. Und das ist die Aufgabe eigentlich, da zu gucken, dass das miteinander im Gleichgewicht ist. Und dann finanziert ihr euch auch nachhaltig. Das ist eigentlich das Wichtigste. So, das Wichtigste zum Schluss. So viel dazu. Genau, und jetzt haben wir eine nachhaltige Finanzierung. Ich kann euch sagen, von den Vereinen, mit denen wir arbeiten, die erste Arbeitsstelle ist meist nur der Anfang. Und dann geht's los. Und dann kommt die nächste. Und dann wird im Office-Management. Und dann kommt da noch. Und die kommen auf den Geschmack, weil die lernen, was es heißt zu investieren und dass es sich lohnt zu investieren. Und das ist das Wichtigste, was wir eigentlich implementieren wollen, ist ein Investitions-Mindset. Also wir wollen weg von diesem zu Tode sparen. Das hilft nicht. Man kann nur bis zu null sparen. Mehr geht nicht. Bis zu null kann man sparen. Aber wenn man investiert, können wir bis ins Unendliche einen Return on Investment bekommen. Und darum geht es sozusagen, dass ihr anfangt, Investitionen zu tätigen. Investitionen eurer Zeit und eures Geldes. Genau. Und das ist jetzt hier eben auch passiert. Ne? Jetzt haben wir nämlich das Thema, dass die Herzensthemen, nämlich Kinder- und Jugendarbeit, endlich richtig stattfinden kann. Und klar, jetzt hat der Johnny da tagsüber Zeit, und kann eben in die Schulen laufen, kann sich mit Schuldirektoren treffen, kann mit der Kommune auf einmal Termine machen und so weiter und so fort. Ihr Ziel, nämlich der größte Social Player in Kassel zu werden, das gehen die jetzt an und das ist sozusagen das Endziel. Ich glaube, ich habe fertig.